Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Monat August 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich die Präzession. Es ist eine andere Berechnung, andere Ergebnis. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Ich biete diese Monatshoroskopen als Blitzberatungen an für nur 10 Euro. Schweiz ist etwas mehr wegen die Bankgebühren. Liebe Eriana, ich grüße dich, das ist dein Monatshoroskop. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In einem Geburtshoroskop ändert sich nichts. Das zeigt den Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Und das bleibt. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sich aber, wobei bei Sonnenbewegung muss ich das korrekt beschreiben, die Bewegung macht unserem Planet Erde, aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, wenn die Bewegung die Sonne machen würde. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und diese Bewegung nennt man Transit und löst etwas aus im Geburtshoroskop. In dein Geburtshoroskop sind die Lebensbereiche für dich persönlich wichtig, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden. Das ist deine Persönlichkeit, hier manifestiert sich etwas, dein Werte, Wertschätzung, Besitz, Finanzen, die Schule, das Leben, Bildung, Basis, Fundament, deine Herkunft, dein Zuhause, Kinder, deine schöpferische Kraft, dann Arbeit, Beziehung, Ansehen, Anerkennung und Berufung. Und hier im 11. Lebensbereich zeigt sich deine Wünsche, Hoffnungen und Freundschaften. Und jetzt schauen wir an, was löst die Transit aus. Uranus bewegt sich im Widder. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Nach indischen Berechnung bewegt sich ziemlich lange noch im Widder. Hier hast du auch karmischen Themen, weil die aufsteigende Mondknoten ist auch hier. Das heißt, deine Seele sucht diesen Weg. Das kennst du aber noch nicht. Und jetzt kommen diese Veränderungen. Ich nehme die beiden Mondknoten raus von Geburtshoroskop, weil ich habe die Karte nur einmal und ich brauche das wieder gerade bei dieser Bewegung. Uranus ist hier im Widder. Hier kommen die Umbrüche, Veränderungen. Merkur ist in Zwillingen. Du hast Zwilling-Aszendent. Das hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Merkur zeigt hier jugendliche Ausstrahlung, aber löst auch Kommunikation aus. Kontakte, Gespräche mit jemandem, das trifft dich persönlich. Merkur ist rückläufig, das kann jemand sein von Vergangenheit. Rahu befindet sich auch hier in Zwillingen dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch. Und hier hast du karmische Themen. Und Rahu zeigt ein Neuland. Und da machst du persönlichen Erfahrungen oder deine Persönlichkeit oder deine
Auftreten, deine Ausstrahlung, dein Aussehen ändert sich. Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und zeigt Monatsthemen. Sonne ist im Krebs. Das kann Themen sein, was die Familie betrifft. Und hier im zweiten Lebensbereich handelt es sich um Werte, Besitz, Selbstwertgefühl und Finanzen. Mond befindet sich auch hier. 1. August ist Neumond, die beiden Lichter, Sonne und Mond, treffen sich. Und das bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation über Werte, Wertschätzung, Finanzen. Mars und Venus ist auch hier, das sind die beiden Liebesplaneten. Im Geburtshoroskop bedeutet Mars der Partner oder Wunschpartner und Venus deine Weiblichkeit oder deine Kreativität. Bei diesem Transit kann auch eine andere männliche Person handeln, bei Mars-Energie oder bei Venus-Energie kann auch um eine andere Frau handeln oder mehreren Frauen. Jupiter vergrößert etwas, ist im Skorpion, bringt auch Chancen, Möglichkeiten, Glück und das erlebst im beruflichen Umfeld. Jupiter ist gerade rückläufig, das bremst. Es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt zum Handeln. Saturn und Pluto, beide befinden sich im Schütze, beide sind rückläufig. Saturn ist der Hüter der Karma und beeinflusst unserem Schicksal. Die absteigende Mondknoten ist auch hier im Schütze dieses Jahr und 2020 auch noch und aktiviert bei dir karmischen Themen und das hier in die Liebe Partnerschaft. Kann auch mit Ausland auch was zu tun haben. Das würde mich nicht wundern bei Schütze Energie. Neptun lässt unsere Träume leben, vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Neptun ist im Wassermann. Das kann bedeuten Ausland, Auslandskontakte oder die Spiritualität, eine innere Reise. Dieser Neumond ist exakt um 4.12 Uhr. 1. August steht Mond und Mars auch in Verbindung und das heißt, die Männer nehmen ihren Gefühlen intensiver wahr oder Mutter-Sohn-Thematik kann auch bedeuten, weil Mond symbolisiert auch Mütterlichkeit. Wenn dieser Neumond vorbei ist, beginnt die zunehmende Mondphase. Und das eignet sich dafür, etwas starten, was zunehmen, vermehren soll. Aber bitte nicht in einen Tag, wo Halbmond ist, weil das ist Spannung und werft alles zurück. Das sind Hindernisse. 3. August übergeht Merkur im Krebs. Merkur verabschiedet von Zwillinge und übergeht im Krebs. Und das kann Terminen, Verträgen bedeuten bezüglich auf eine familiäre Angelegenheit oder Finanzen, Besitz, Geld, Themen. Mond übergeht im Löwe. Aktiviert bei dir die Löwenthemen, deine Selbstdarstellung. Und hier im dritten Lebensbereich ist die Schule des Lebens, damit du behaupten kannst gegen Konkurrenten oder Rivalen. Aber aktiviert auch Kontakte zu Verwandten oder Medien, Internetkontakten.
5. August ist Mond im Jungfrau. Etwas in Ordnung zu bringen oder Heilung. Im 4. Lebensbereich handelt sich um deine Wohnsituation. In diesem Tag wird Mond einen Einfluss haben von Spica. Spica ist die Weizenehre der Jungfrau. Das heißt, mit dieser Energie etwas starten trägt Früchte, Ernte. Und das betrifft entweder Heilung oder etwas in Ordnung zu bringen oder deine Wohnsituation. 7. August ist Mond im Waage. Es ist Halbmond. Halbmond ist Spannung zwischen Sonne und Mond und das spüren wir auch. Dieser Halbmond ist exakt 18 Uhr und 31 Minuten. Es fehlt die Feuerelement, es fehlt die Begeisterung, es fehlt die Kraft, es fehlt die Mut. Bei dir fehlt die Lebensfreude oder Spannung mit Kindern. 8. August ist Venus. In ihren Umlaufbahn, hier ist die Venus-Energie im Krebs, im 2. Lebensbereich. Venus erreicht in ihren Umlaufbahn einen Punkt und dieser Punkt heißt Diamant. Und dieser Diamant ist das Näherste zu die Sonne. Und Sonne gibt die Licht, die Klarheit, die Wärme und das erleben wir in einer Liebesangelegenheit oder bei Kreativität oder bei Weiblichkeit, Schönheitssinn. Mehr Klarheit, mehr Orientierung, auch in die Liebepartnerschaft klärt sich etwas auf. 9. August ist Mars im Löwe. Mars verabschiedet von Krebs und übergeht im Löwe. Mars fühlt sich wohl in diesem feurigen Löwe. Das passt gut zum Mars-Energie. Wir haben mehr Kraft, mehr Mut, mehr Begeisterung. Und mit dieser Kraft kannst du dich ganz gut behaupten. Möglich ist auch, dass hier ein Einfluss hast von einer männlichen Person, entweder durch Internet, Nachbarschaft oder von Familie. Im selben Tag, 9. August, übergeht Mond im Skorpion und aktiviert bei dir Thema Arbeit und Gesundheit. Achte auf deine Gefühle, weil Skorpion hat mit unseren Gefühlen auch was zu tun. Und es ist die Transformation raus aus negativen Gefühlen wie Angst und übergehen auf den positiven Gefühlen wie Vertrauen, Begeisterung, Liebe. 10. August steht Mond mit Jupiter in Verbindung. Jupiter ist der große Glücksplanet. Natürlich kann das auch Glück bedeuten. Aber Jupiter vermehrt etwas, vergrößert etwas. Und beim Mond handelt es sich um unsere Gefühle und wir neigen dazu, in diesem Tag etwas übertreiben. 11. August ist Mond im Schütze. Aktiviert Schütze-Themen, das ist Neuorientierung, Reisen, Bewegung, Sport, Ausland oder innere Reise, Spiritualität und Partnerschaft. Bei dir kommt noch dazu Thema 7. Lebensbereich, also Liebe, Partnerschaft. Im selben Tag, 11. August, ist Jupiter im Stillstand. Und man hat das Gefühl, das geht nichts voran. Man hat kein Glück, man verliert diese optimistische Haltung, es bleibt alles stehen, aber nicht lange, weil Jupiter ändert sich, die Richtung wird rechtläufig und das heißt, bewegt sich alles voran und das erlebst du im beruflichen Umfeld.
12. August ist Mond exakt auf diesem Mondknoten. Genau auf diesem Knoten. Und aktiviert karmische Themen, und dieser absteigende Mondknoten oder Ketu hat mit der Vergangenheit was zu tun. Karmischen Erinnerungen oder Begegnungen, gerade hier im siebten Lebensbereich, kann das um die Liebe handeln, dein Seelenpartner. In diesem Tag wird Mond, auch dieser Mondknoten, von Nunki bestrahlt. Nunki wurde bei Assyrer, später bei Babylonier verehrt als heiligen Ort. Heutzutage würde ich sagen Kraftort. Bei karmischen Themen kann auch bedeuten, dass wir auf die Reise sind und haben wir das Gefühl, oh, da war ich schon mal. Das kommt so bekannt vor. Unmöglich ist das tatsächlich in früheren Leben in diesem Ort schon waren. Und hier ist wichtig, einen Ort zu finden, wo wir die Ruhe verspüren. 13. August ist Mond im Steinbock. Aktiviert Steinbock-Themen, und das heißt Ziele setzen, geduldig zu sein, das nicht aus die Augen verlieren. Und im achten Lebensbereich kommt bei dir noch dazu die Transformation, das Loslassen, all das, was dich belastet, oder befreit zu sein von Ängsten. 14. August steht Venus und Sonne in Verbindung. Bei dir aktiviert die zweiten Lebensbereich, wo um Werte, Wertschätzung, Besitz und Finanzen handelt und auch um dein Selbstwertgefühl. Und Venus mit Sonne bedeutet auch die Wahrheit zum Sehen, das zum Erkennen, genau hinschauen. Das kann eine weibliche Person sein, die dein Augen öffnet. Oder Liebe, Partnerschaft, mehr Klarheit, mehr Orientierung und auch Wertschätzung bekommen. 15. August ist Vollmond im Steinbock. Hier im Steinbock, im achten Lebensbereich. Vollmond bedeutet, da genau hinschauen, das ist wichtig. Etwas sehen, etwas erkennen. Dieser Vollmond ist um 13.29 Uhr. Die Themen sind dieselben. Ziele setzen, das nicht aufgeben, dann die Transformation, das Loslassen. 16. August ist Mond im Wassermann und beginnt die abnehmende Mondphase. Abnehmende Mondphase können wir etwas starten, was abnehmen soll, aber bitte nicht im Halbmond, weil das blockiert, das wirft zurück, da ist nur Spannung. Kein guter Tag, etwas beginnen. 17. August steht Mond und Neptun in Verbindung. Die beiden haben ähnlichen Essenz. Das sind unsere Träume, unsere Sehnsüchte, unsere Wünsche, auch Kreativität, die inspirierende Kraft, auch unsere Intuition. Im selben Tag befindet sich Mond in seiner Umlaufbahn im weitesten Punkt aus der Erde aus gesehen. Das ist Lilith-Energie. Aktiviert unsere Wünsche, unserem Sehnsüchte. Und das verspüren wir auch. Aber weil das so weit weg ist, aus der Erde aus gesehen, genau so fühlt sich das auch an. Man könnte sagen, die Sehnsucht ist da und wir glauben nicht, dass das zum Erfüllung geht. Oder wir laufen davon. Kann auch bedeuten, dass unserem Partner, Wunschpartner, löst das was aus und zieht er sich zurück. Kann auch so etwas passieren. Also auf jeden Fall starke Sehnsüchte,
aber die Wahrnehmung ist, oh, das glaube ich nie, das wird sowieso nichts, kann auch bedeuten, wir haben Kontakt zum anderen und die Freundin erzählt, oh, gib das auf, das wird eh nichts und das macht dann auch unsicher. Im selben Tag, 17. August, übergeht Venus im Löwe. Als Frau wünscht man sich im Mittelpunkt sein, kann auch bedeuten, dass Kontakte haben mit einer weiblichen Person bei dir in Schulungen oder Verbindung in Nachbarschaft oder in Verwandtschaft. 18. August übergeht Sonne auch im Löwe, beginnt ein neues Monatsthema und das ist die Selbstdarstellung. Und das heißt, Sonne ist das Zentrum unserem Sonnensystem und wir selbst sind wir das Zentrum unserem Leben. Sonne steht astromedizinisch in Verbindung zu unseren Augen und unserem Herz. Unseren Augen öffnen, etwas klar und deutlich sehen und erkennen und die Herzöffnung. Und das kann die Schule des Lebens sein oder Erkenntnisse haben über die familiäre Situation, die Kontakt zum Verwandten oder Medien, Internet, das sind die Themen. 19. August ist Mond im Fischen. Mond bewegt sich im Wasserelement und da handelt es sich um unsere Gefühle. Und hier lernen wir Vertrauen, das Fluss des Lebens ohne Ängste. Und bei dir aktiviert die 10. Lebensbereich, du deine Ziele nicht aus den Augen verlieren sollst, sondern daran vertrauen. Deine Berufung leben, das kann was Kreatives sein mit dieser Fischenenergie. Und dieser Bedürfnis nach Anerkennung. Und die Tierkreiszeichen Fischen nimmt viele Dinge im Leben mit Gefühlen wahr. Oft kommen auch verletzten Gefühle. Und es ist wichtig, nicht davonlaufen, sondern in Öffentlichkeit bewegen und all das mit Gefühlen wahrnehmen, aber nicht empfindlich reagieren. 20. August steht Merkur im Diamant. Im Merkur-Umlaufbahn erreicht Merkur der Punkt, was am nächsten ist zu die Sonne und das bedeutet klärenden Gesprächen hier im Krebs. Im selben Tag, am 20. August, ist Mond hier im Fischen, hat einen Einfluss von Walfisch. Walfisch kann jemand sein, wo versucht dir etwas befehlen oder vorschreiben oder dich nervt, aus die Ruhe bringt, also eine gewisse Herausforderung und das, was du auch fühlst, immerhin ist das Wasserelement und es ist wichtig, dass du dich durchsetzen kannst und Mut und Kraft zeigst. 21. August ist Mond im Widder und steht mit Uranus in Verbindung. Widder kann ein Neuanfang sein und Mond aktiviert die Uranus-Energie und das heißt Veränderungen. Veränderungen im Freundeskreis oder Veränderungen in einer Gruppe mit gleichgesinnten Menschen oder du gründest eine Gruppe und aktiviert auch deine Hoffnungen, deine Wünsche, deine Sehnsüchte. 23. August ist Mond im Stier und das ist Halbmond. Halbmond ist Spannung. Und hier die Ruhe bewahren, das ist die Stierenergie. Die 12. Lebensbereich bedeutet, zieh dich zurück, sei eher
passiv. So kannst deine Ruhe bewahren. Kann auch bedeuten, dass du geheime Feinde hast. Das gehört nämlich auch zum 12. Lebensbereich. Und du spürst diese Spannung. Das passiert aber hinter deinen Rücken, aber dein Gefühl sagt das auch. Dieser Halbmond ist exakt am 15.56 Uhr. Es fehlt die Wasserelement. Man versucht alles nach Kopf regeln, sollten wir aber auf unserem Gefühl achten, unserem Intuition wahrnehmen oder unserem Träume wahrnehmen, dann sind wir auch goldrichtig. 24. August steht Mars und Venus in einer sogenannten Konjunktion hier im Löwe. Und das bedeutet, sie treffen sich und das kann tatsächlich zum Eintreffen kommen. Und Mars und Venus ist die beiden Liebesplaneten, also handelt sich um die Liebe-Partnerschaft. Im selben Tag, 24. August, ist Mond hier im Stier, hat einen Einfluss von Hyaden und Plejaden. Die Hyaden und die Plejaden bilden sich die goldenen Tore der Ekliptik und das erzählt das Märchen Frau Holle. Hier orientieren wir. Sind wir die Gewinner im Leben, also Goldmarie, oder sind wir die Verlierer im Leben, also Pechmarie, eine Neuorientierung. Aber du brauchst auch die Ruhe und dieser Rückzug, damit du nachdenklich sein kannst, in welchen Richtung sollst du orientieren. 26. August ist Mars, hier die Mars-Energie, in sein Umlaufbahn erreicht ein Punkt, was weit von der Sonne weg ist. Die weiteste Punkt. Und wenn das so ist, trifft die männlichen Personen, die möchten keine klärenden Gespräche führen in diesem Tag. Die sind ganz weit weg davon entfernt. Aber Mars bedeutet auch unsere Kraft und Mars-Energie haben wir Frauen auch. Und weil das so weit weg von der Sonne ist, und Sonne ist die Lebenskraft, wir fühlen müde, erschöpft und kraftlos. Im selben Tag ist Mond in Zwillingen und aktiviert dein Aszendent. Und das heißt, deinen Gefühlen nimmst du intensiv wahr oder du nimmst die Welt in dem Tag sehr emotional wahr. 27. August ist Merkur im Löwe. Das kann Kontakte sein mit Verwandten oder Kontakte durch Internet oder Medien, Schulungen, Bildung. Im selben Tag steht Mond auf die aufsteigende Mondknoten, aktiviert hier karmischen Themen, eine neue Richtung, was deine Seele auch sucht. 28. ist Mond im Krebs, aktiviert Themen, was die Familie betrifft und die zweiten Lebensbereich, Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. 30. August ist Mond im Löwe, das heißt, Sonne und Mond treffen sie sich, es ist wieder Neumond. Dieser Neumond ist exakt um 11:37 Uhr und Mond bewegt sich in seiner Umlaufbahn im nähersten Punkt zu die Erde, ganz nah zu die Erde. Und all das, was wir wünschen, ist realisierbar. Erde zeigt die Realität, die Taten. In diesem Neumond wird von Regulus bestrahlt, das ist die Herz der Löwe und das eignet sich für Herzöffnung.
mal nachdenklich sein, was liegt in unserem Herzen. Hobby, Berufung, Kunst, Kreativität oder Reisen oder Familie oder Natur oder Liebe, Partnerschaft. All das wird aktiviert. Liebe Eriana, so könnte ich Monat August beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn euch es gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.